Noch ein paar Pilze für zwischendurch. So, jetzt muss ich bloß warten. Nein, du sollst dich nicht ans... Ja, da sitzen sie und rauchen und machen ihr Fleisch warm. Okay. Hat ja auch seinen praktischen Nutzen jetzt gehabt, dass wir nochmal am Feuer gesessen haben. Friss mal was. Nee, natürlich wollte ich jetzt eigentlich nicht ans Feuer. Ich wollte eigentlich einfach nur den Kram einsammeln, aber wir müssten tatsächlich ja mal was essen. Von daher passt das schon. Gut. Ist das Malia? Nein, das ist nicht Malia. Ich glaube, Malia liegt irgendwo davon im Gang rum. Die hatten es alle eilig, jetzt rauszukommen zu mir. Deswegen sieht es ja etwas ungestümer aus als beim letzten Mal noch. Ja. Den habe ich immer noch nicht ausgenommen. Malia? Malia? Wo bist du? Am Ende hat Malia gar nichts für uns. Kann auch sein. Ich weiß auch nicht, wo er ist hier, ehrlich gesagt. Irgendeiner von denen muss es doch sein, oder? Malia? Wo ist Malia? Es gibt keinen Malia. Bist du Malia? Nein, du bist auch bloß ein Räuber. Tja. Vielleicht habe ich ihn ja jetzt schon mit ausgenommen und habe es einfach nur nicht mitgekriegt. Ist ja gut möglich. Werde weiß, werde weiß. Auf jeden Fall scheint er nichts Besonderes gehabt zu haben. Noch ein paar Pfeile. So. Diesmal werde ich aber direkt den Teleporter benutzen. Braga, Braga, Braga. Hier ist Braga. Die ranzige Hütte, das ist Braga. Kadabum! So. Wunderschön. Zurück im idyllischen Braga. Im kleinen Drecksnest. So, wo müssen wir denn hin? Müssen wir zu Nachbarland? Ah ja. Ich habe den Kelch der Wasserhändler. Dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Tja, einen besonderen Dank, aber auch bloß 5 Rufpunkte, ne? Ist ja auch nicht viel. So, dann natürlich José, mein Freund. Ich verneige mich vor deiner Tapferkeit, Sohn der Gefahr. Nimm dieses Gold als Dank für deine Tat. Warum das jetzt so leise war, weiß aber auch keiner, oder? Na jedenfalls, nicht mal Rufpunkte ist ja auch mies. So, von Luca haben wir nichts mehr, was wir zu erwarten hätten. Jemand wird dafür bezahlen. Haben wir jetzt überhaupt noch was irgendwas zu machen hier? Ah ja, natürlich, das habe ich noch gar nicht gemacht. Wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. Vater des harten Schlages, das ist auch schön. Okay, Diego noch irgendwas? Nee. Diego ist auch unglaublich nutzlos. Ist zwar schön, ihn hier wieder zu treffen, aber er macht ansonsten auch nichts, ne? Hier ist der Tribut von Bernardo. Er hat dir doch wohl keine Probleme gemacht, oder? Naja, nein. Gut. Wegen des Tributs. Ja, ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so, dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Schön, dass wir jetzt einen Ruf hier haben, dass wir unseren Ruf von für die Assassinen selbst erhöht haben, gleich mal um 10. Ist ja gleich mal das Dreifache von dem, was wir vorher hatten jetzt. Na gut, aber irgendwie haben wir trotzdem bloß 45 Rufpunkte in Braga, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Was ich nicht möchte, mein Freund. So. Gut, dann kann uns nach allem jetzt gestohlen bleiben. Achso, wir haben natürlich noch solche Sachen wie Bring Eila zurück und so, ne? Das ist ja... Ja, Kopfgeldjagd Braga. Ist das jetzt einfach nur, dass wir alle fertig machen sollen, oder wie? Na gut, mit Asaro, das muss ich mir mal überlegen. Eigentlich will ich es nicht... Also Nomaden will ich wirklich keine umbringen eigentlich. Aber mal schauen, vielleicht wird es ja nötig sein. Ich weiß es nicht. Das mit Eila können wir auf jeden Fall noch klären. Das wird sich noch ergeben. Ansonsten haben wir ja nichts weiter. Das heißt, jetzt setzt sich Nachbarn auch mit hier unten hin. Ist ja auch interessant. Nö, dann können wir eigentlich direkt zur nächsten Stadt weiter wandern. Beziehungsweise wir gehen mal eben kurz in die Ruinen. So, ganz ohne Hintergedanken natürlich. Ich denke mir gar nichts dabei. Nein, nein. Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Nicht wahr? Guten Tag. Wer sind Sie denn, Herr Riordan? Na, sieh mal, wer da kommt.
Ja, unser Freund, der Wassermagier Riordian, den kennen wir schon aus Teil 1 und 2. Was machst du hier? Das frage ich mich auch. Sicher ist es hier auf jeden Fall nicht. Und was suchst du hier? Eigentlich bin ich auf der Suche nach altem Wissen. Steintafeln, Artefakte, halt alles, was uns das alte Volk hinterlassen hat. Wo sind die anderen Wassermagier? Saturas ist in der alten Tempelstadt Al-Shedim angekommen. Er ist sich sicher, dass dort eines der göttlichen Artefakte liegt. Merdarion und eine Sippe Nomaden sind zum Tempel von Morasul aufgebrochen. Und Nefarius ist weit im Nordwesten. Er ist einer alten Legende auf der Spur. Über die anderen weiß ich nichts. Was hast du jetzt vor? Ich will weg hier. Ich habe Räuber im Rücken und Assassine vor mir. Das ist kein guter Ort, um Steintafeln zu suchen. Aber bei den Felsen im Westen ist ein Nomadenversteck. Azarus Sippe hält sich dort auf. Sie haben ein paar alte Inschriften entdeckt. Der Weg ist gefährlich. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Natürlich, den wirst du auch kriegen, aber erstmal... Was habt ihr Wassermagier eigentlich mit den Nomaden zu tun? Wir sind ein Volk. Und bevor uns König Roba auf die Insel Corini schickte, zogen wir gemeinsam über das Land unserer Väter. So sieht's aus. Warum seid ihr dem Ruf des Königs gefolgt? Nun, Nordmar und Myrtana waren umkämpft. Die Orks eroberten eine Stadt nach der anderen. Wir glaubten, mit dem Erz von der Insel könnten wir den Krieg beenden. Na, das war ja wohl nichts. Nein. Der Krieg der Götter tobt nun schlimmer als jemals zuvor, weil er kurz vor seiner Entscheidung steht. Genau, der Entscheider ist unterwegs. Nein, ich will erstmal den guten Riordian noch nicht zur Azarus-Sippe folgen. Deswegen, das ist ganz praktisch, dass Riordian hier sitzt. So findet man Azarus sofort. Der ist nämlich wirklich ein bisschen schwieriger zu finden. Ich will erstmal kurz noch schauen, ob wir Takla finden können. Der muss ja auch irgendwo sich herumtreiben. Ja, danke. Der muss sich ja auch irgendwo herumtreiben. Ich bin mir bloß nicht so ganz sicher. Ich vermute aber, wenn wir diesem Weg folgen, werden wir ihn früher oder später antreffen. So, immer mal mit einem Blick in die Ruinen reinwerfen. Irgendwo muss es sich ja herumtreiben. Das Blöde ist, ich weiß zwar so ungefähr, wo die immer herumspringen, aber hier sieht so sehr... Ja, hier sieht alles so gleich aus, dass man das nicht genau wiederfinden kann. Aber wir haben soeben Takla und seine Bande gefunden. Die zweite große Gruppe von abtrünnigen Nomaden, die Wüste unsicher machen. Ja, komm, leck mich doch. So, das war's für dich. Jetzt noch du. Führt einen Stich aus, genau. So. Komm schon. Und da kommt auch schon ein... Ja, da kommt nicht der nächste, sondern der schießt bloß. So, mal kurz vorbei. Und wieder speichern. Denn wir stehen ja momentan ganz gut da. Und das würde mich sehr erfreuen, wenn das so bleiben könnte. Oh je, oh je, oh je. Das sind ja doch noch ein paar. Gut, dann ziehe ich mich mal so taktischerweise... Au, du Sack. Dann ziehe ich mich mal taktisch zurück. Und hol die mir jetzt noch so nach und nach ran. Beziehungsweise bringe wenigstens die Mauer zwischen die Bogenschützen und mich. Ja, ganz wundervoll. Das sieht ja richtig gut für mich aus. Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Ja, Takla, genau. Und was für ein Fehler. Wir werden das gleich nochmal wiederholen, diesen Fehler, und werden uns Takla nochmal vornehmen. Deswegen habe ich mittendrin gespeichert. Ich dachte mir schon sowas. Nee, das kann ja auch mal schnell nach hinten losgehen hier. Mir gehen auch diese Waffen mit dem Gift auf den Sack. Das ist einfach nur nervig. Man kann die selbst, also man kann sie ja auch benutzen halt mit dem Gift, ne? Man hat bloß nicht viel davon, weil man ja sowieso so lange auf die Gegner einschnetzelt, bis sie irgendwann tot umfallen. Aber... Wenn die Gegner das Zeug verwenden, ist es wahnsinnig nervig. So, ich mach mal mit. Uah! So, da kommt auch schon der nächste. Komm, 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 komm. Ach nee, jetzt kommen die wieder alle. Ich werd bescheuert. Ja, komm, speichern wir nochmal. Damit wir die nicht wieder locken müssen. Und diesmal holen wir sie uns. Komm schon!
So, das war's schon mal für Takla. Quest, die Ruinenfelder von Braga, sagt mir gerade gar nichts. Wer hat mir das denn gegeben, dieses Quest? Weiß auch keiner so recht, ne? Ach, Mensch. Diese Kerle gehen mir aber auch auf den Keks. Ich hasse das, wenn da noch irgendeiner mit dem Bogen dahinter steht und dann noch rumballert hier. Nein, komm, hä? Ist ja nicht dein Ernst. Ach komm, dann renne ich halt erstmal. Wir wollen ja unser Leben schonen. Und mein Leben geht gerade dahin. Aber ich glaube, vom Gift kann man nicht sterben. Ich glaube, da kann man bloß bis ganz nach unten gezogen werden. Lebenstechnisch. Man kann doch sterben. Das ist aber ganz toll. Super. Okay, dann halt nochmal. Ich habe keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Was für eine Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Das macht sich halt doch bemerkbar, dass man keinen Wingman hat, ne? Und dass man nicht so eine Höhle hat, die verhindert, dass man umkreist wird. Und dass da so ein paar beschissene Bogenschützen noch auftreten müssen, die einem dann ständig auf den Keks gehen. Das hat's jetzt gebracht. Ach komm, leck mich doch. Oh. Ich hasse es, gegen so viele auf einmal zu kämpfen. So. Schon mal Takla. Ich hasse diesen blöden Stich auch. Das ist doch unglaublich nervig, oder? Leute, wollt ihr mich verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Mann, was ist das denn? Und dieses verfluchte, dreckige Drecksdreck-Dreckgift. Dieses bekackte Kack-Dreck-Kack-Gift. Das ist ja auch... Ach. Versuch Nummer 4 mittlerweile, oder? Oder 5 schon? Ich weiß es gar nicht. Mann, wie mich das nervt. Und vor allen Dingen war Takla jetzt schon zweimal tot, ne? Es ist ja nicht so, als ob wir hier überhaupt keinen Stich sehen würden, sondern der Drecksack stirbt und danach werden wir noch hingerichtet hier. Meine Güte, ich kann die aber auch nicht nacheinander kommen lassen hier. Das geht einfach nicht. Kommen alle auf einmal. Was? Wie geht das denn jetzt? Ich habe mein Schild oben und die kommen trotzdem durch. Oh, leck mich, leck mich, leck mich. Oh, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Ich muss mir unbedingt was... Halt die Klappe. Ich muss mir unbedingt was einwerfen. Trink, 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 trink. Oh, lauf, lauf, lauf. Lauf doch, Mensch, du blöder Vollpfosten. Ist es denn zu fassen? Speichern. So, Takla ist tot, das muss ich jetzt erstmal abspeichern. Auch wenn mein Leben immer noch im Sinkflug ist, jetzt nicht mehr. Schön. Ich hasse Bogenschützen. Ich hasse Bogenschützen. Ach komm, jetzt stirb doch mal. Mir gefällt auch die Musik gut, die dazu hier so gemacht wurde. Die ist schon stimmig, muss ich sagen. So, jetzt aber, hä? So! Jetzt bist du dran, du Drecksau! Jetzt bist du dran! Und du auch! Drecksack! Verfluchte Kackratte! Komm, hack mal zu! Genau! So, und einmal durch die Luft stoßen! Wunderschön! Das wollte ich nicht! Entscheidungskampf gegen den Letzten. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Na geht doch. So, hat sich das auch geklärt. Meine Güte, war jetzt irgendwie eine ganz schön schwere Geburt hier. Mit dem verfluchten Takla. Dem alten Mistsack. So, dann wollen wir mal schauen, was der Freund hier so für uns hat. Schakal. Haha, wie nett. Da sitzt er da und wartet drauf, dass die schwer verwundeten Menschen sich zu ihm gesellen. Und sich von ihm fressen lassen. Kannst du aber vergessen, du Arsch.